Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play mit mir, dem Giron65. Und ja, wir spielen heute den vierten Elder Scrolls Teil, Oblivion. Ja, Oblivion ist der Vorgänger von Skyrim. Und ja, ich finde das Spiel halt ganz gut und Skyrim natürlich super. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an mit dem Spielen. Skyrim wird sicher auch noch folgen. Ich wurde vor 87 Jahren geboren. 65 Jahre lang habe ich als Kaiser von Tamriel regiert. Doch all diese Jahre war ich nie Herr über meine eigenen Träume. Ich habe die Tore von Oblivion gesehen, hinter die kein lebendes Auge zu blicken vermag. Ich sehe es. In der Dunkelheit wird das Land von einem Unheil überzogen. Dies ist der 27. der letzten Saat im Jahr 433 von Akkadosh. Dies sind die letzten Tage des dritten Zeitalters und die letzten Stunden meines Lebens. Bethesda Games Studios presents The Elder Scrolls 4 Oblivion. So, und jetzt gilt es, einen Charakter zu erstellen. Ja, den Namen können wir schon mal eingeben. Machen wir einfach mal nur Geron. Wir sind natürlich männlich. Und ich kann euch mal gerade zeigen, was für eine Vielfalt es an Klassen hier gibt. Ah, da waren wir schon. So, aber ich nehme den Dunkelelfen. Es wird sicher manchen von euch nicht unbedingt gefallen. Aber das ist halt die Figur, mit der ich bis jetzt in wirklich jedem Rollenspiel gespielt habe, wenn es ging natürlich. Und ja, das hat sich bei mir so eingeprägt, seit dem ersten Rollenspiel halt. So, die Dunkelelfen sind in ihrem Heimatland Morrowind auch als Dunmer oder Dunmer bekannt. Und berühmt für ihre geschickte und ausgewogene Integration von Schwertkämpfern, Schützen und Kriegsmagiern. Ja, also eine gute Mischung. Und ich möchte jetzt hier gar nicht so super viel verändern. Wir machen den halt jung. Und ein bisschen dunkler. Die Haare möchte ich verändern. Ja, lang mit Zöpfen. Finde ich, das passt irgendwie. Das erinnert mich ein bisschen an die Elben bei Herr der Ringe. Und natürlich lang. So. Finde ich so gut. Das sieht irgendwie so weiblich aus. Und das dann mehr männlich. So, dann wären wir auch schon fertig. Ja, wir wollen Dunkelelf sein. Und wie, mal kurz ein bisschen schneller, ja, wie ich bewege, weiß ich schon, da macht man schneller, so, jetzt laufen wir ein bisschen schneller, jetzt renne ich quasi, ich kann mir auch so ein bisschen, so laufen wir jetzt hier von außen rum, aber ich gehe lieber in die direkte Sicht und ja, wie in jedem Elder Scrolls Teil starten wir hier in einem Kerker, oder nicht in jedem Elder Scrolls Teil starten wir in einem Kerker, aber als Gefangener, so. Oben ist Licht, da kommen wir aber nicht raus. Hör. Deswegen gehen wir mal. Hey, ihr da, Bruder. Ja, wir. Ich habe schon seit Ewigkeiten keinen anderen Dun mehr hier gesehen. Woher seid ihr? Wardenfell? Ihr habt eine Frau daheim? Passt mal auf, ich komme hier in ein paar Wochen raus. Sobald ich wieder in Morrowind bin, besuche ich sie mal. Sie muss ja so einsam sein. Macht euch keine Sorgen, ja? Ich kümmere mich um sie, auch wenn ihr schon lange tot seid. Oh, das stimmt. Ihr werdet hier drinnen sterben. Hey, hört ihr das? Die Wachen kommen.
um euch zu holen. Ja, der ist uns doch direkt sympathisch, ne? Zu Befehl. Meine Söhne, sie sind tot, nicht wahr? Das wussten wir nicht, Herr. Der Bote sagte nur, dass sie angegriffen wurden. Nein, sie sind tot. Ich weiß es. Meine Aufgabe ist es jetzt, euch in Sicherheit zu bringen. Was macht dieser Gefangene hier? Diese Zelle ist eigentlich tabu. Das übliche Durcheinander bei der Wache, ich. Nun denn, öffnet das Tor. Zurück, Gefangener. Wir werden dich töten, wenn du uns im Weg stehst. Alles klar, ihr alles da, klar. Gefangener, ja, ja. Tritt zur Seite. Zum Fenster. Bleib aus dem Weg und ihr passiert... Bleib, folgen, wo Herr. Du bist, Gefangener. Gut. Auf geht's. Alles wir klar. Sind noch nicht aus der Sache heraus. Ihr... Ich habe euch schon einmal gesehen. Lasst mich euer Gesicht sehen. Ihr seid derjenige aus meinen Träumen. Die Sterne hatten recht. Heute ist der Tag. Götter, verleihen mir Kraft! Was geht denn hier eigentlich vor sich? Meine Söhne wurden von Mördern angegriffen. Und ich bin der Nächste. Meine Klingen führen mich auf einem geheimen Fluchtweg aus der Stadt. Zufälligerweise führt dieser Fluchtweg durch eure Zelle. Wer seid ihr? Ich bin euer Kaiser Uriel Septim. Durch die Gnade der Götter diene ich Tamriel als Herrscher. Ihr seid ein Bürger Tamriels, und auch ihr sollt ihr auf eure eigene Weise dienen. Okay, aber warum bin ich denn eigentlich im Gefängnis? Vielleicht haben euch die Götter hierher gebracht, damit wir uns treffen. Eure Taten... Sie spielen keine Rolle, denn man wird sich nicht ihretwegen an euch erinnern. Was soll ich denn jetzt tun? Ihr werdet euren eigenen Weg finden. Hütet euch, denn vor dem Ende werdet ihr viel Blut und Tod sehen. Okay. Bitte, Herr, wir müssen weitergehen. Ach, ein Geheimgang. Besser offen lassen. Von der anderen Seite ist ein Öffnen nicht möglich. Sieht aus, als wäre noch heute euer Glückstag. Kommt uns nicht in die Quere. Können wir nicht öffnen. So, was halt toll an den, an den letzten, ich weiß gar nicht, ob man schon beim ersten, kann man nicht fast alles mitnehmen, aber hier kann man fast alles mitnehmen. Hier kann ich eine Kanne, eine Tasse und so Knochen und braucht man eigentlich überhaupt nicht, Rippe hier. Ja, braucht man eigentlich gar nicht, aber kann man halt alles mitnehmen. Das ist eigentlich ziemlich... geil gemacht an den ganzen Elder Scrolls Teilen. Ich habe bis jetzt nur Morrowind und oder Morrowind, je nachdem. Schützt den Kaiser. Schützt euch selbst. Ich hab. Hauptmann ist tot. So, haben wir jemanden tot geboxt. Ich habe bis jetzt nur Morrowind und Daggerfall nicht gespielt. Die anderen habe ich alle. Sie ist tot. Tut mir leid. Zumindest mal angezockt. Verhaltet euch ruhig und macht den Weg frei. Sie hier nur auf uns warten? Ich weiß nicht, aber zum Umkehren ist es jetzt zu spät. Seid unbesorgt, Herr. Wir werden euch hier herausbringen. Hier ist wohl eine der Klingen hier gestorben. Und jo, hier können wir mal eine bessere Waffe nehmen als unsere Fäuste. Und die legen wir gleich mal an. Sie wären nicht die Ersten, die Klingen unterschätzen. Ich passe auf. Bewegung. Ihr bleibt, wo ihr seid, Gefangener. Versucht nicht, uns zu folgen. Also, ich bin nicht mehr gefangen. Och, da geht die Wand kaputt. Ja, die Waffe ist doch schön. Können wir gleich mal auch ein bisschen Heilung machen. So. Das ist jetzt alles gerade. Weiß ich alles schon. Also, ich habe das Spiel halt schon gespielt, aber nie durch und damals auch überhaupt nicht irgendwie questgetreu. So, Feuerball schießen. Und zack, kaputt gehauen. Schön. Ja, das ganze Rattenfleisch will ich gar nicht haben. Aber hier können wir das Skelett durchsuchen. Und ein Dolch, ja, aber die ganze. Ganze Angriffgedöns ist hier nicht so gut. Leder brauchen wir erstmal nicht, würde ich sagen. Kriegen wir sicher gleich noch Besseres. So, noch ein paar Bogen mitgenommen.
Nicht nuscheln. Nicht nuscheln. Meine Güte, das gibt's auch gar nicht. Da sage ich schon nicht nuscheln und nuschel dabei. Nuschel, nuschel. Ja, okay. Ja, ich weiß, wie man das macht. Ja, die Keule ist auch nicht so gut. Hier noch ein bisschen Zeugs mitgenommen. Und jetzt haben wir auch den Schlüssel. War da noch irgendwas? Eine Truhe oder so? Nö, okay. Dann geht's weiter. Ja, mit Schlüssel öffnen. Entschuldigung. So, ich werde natürlich versuchen, jeden Tag Folgen hochzuladen. Und erstmal die Ratte abschießen. Zack. So. Es wird sicher auch nicht mein einziges Projekt bleiben. So, ja, super. Hier sind sogar schon Eisensachen drin. Die nehme ich dann. Ah, jetzt habe ich zwei Bögen. Naja, blöd. Kurz rauswerfen. Ja, ich habe nämlich auch noch vor einige. Jetzt habe ich einen Bogen genommen. Einige andere schöne Let's Plays zu machen. Vorläufig erstmal Rollenspiele. Vielleicht auch noch ein bisschen Minecraft. Oh Gott, das ist ja hier Gronkh. Ne? Darf man nicht. Nicht nachmachen, sonst kommt wieder. Ah, du machst Gronkh nach und sowas, ne? Ja, fallen lassen. Gut. Nächstes Sackleinenhemd. Ja! Nee, das sollte jetzt nicht hier rumgeschrien werden. So, okay. Ist doch schon mal schön so. Ah, das ist eine Ratte. So, die machen wir jetzt kalt. Was bist du denn hier für ein Geselle? Ah, ein Zombie. Komm, ich hab mein Schild. Ich hab hier ein Schild. Bomb, ein Schild bauen und... kalt gemacht. Ja, du hast nur Knochen und totes Fleisch dabei. Du hast natürlich wieder nur Rattenfleisch dabei. Hm. So, ja, die Folgen werden so circa 14 Minuten immer lang sein. Da ich halt nicht länger auf YouTube hochladen darf. So, schön kalt gemacht hier. Ja, als ich das Spiel das erste Mal gespielt habe, da konnte ich es auch gar nicht. Und dann irgendwann habe ich angefangen zu cheaten. Und Gott sei Dank habe ich wieder alle Cheats vergessen. Das ist wirklich so. Und das ist auch gut. Da höre ich gerade ein Geräusch. Wartet mal, ich muss kurz... Nee, muss ich nicht. Gut, ich dachte, ich muss die Aufnahme unterbrechen, aber die Folge ist gleich sowieso schon vorbei. Kann ich auch noch... Na, wo ist Ratte? Ratte! So. Immer nur Rattenfleisch dabei. Können ja auch mal einen Pelz oder sowas haben. So, ich nehme jetzt schon 13 Minuten auf. Nicht wegtun. Bin ich kurz verdrückt. Und ja, dann mache ich jetzt mal gleich eine kleine Pause. Und dann sehen wir in der nächsten Folge, nachdem ich kurz die Ratte hier noch getötet habe. Und die andere natürlich auch noch, weil sonst wäre es gerade inkomplett. Außerdem möchte ich nicht direkt, wenn ich wieder lade, angegriffen werden. Also, wir sehen in der nächsten Folge, wie es denn weitergeht hier bei Oblivion. Und ich sag dann mal Tschüss.